Seit seiner Gründung im Jahr 1960 hat sich die grundlegende Idee hinter dem Maschinenring nicht geändert. Im Fokus steht seit jeher die bäuerliche Nachbarschaftshilfe. Aufbauend darauf ist der Maschinenring Österreich in den letzten Jahrzehnten zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor und einem der führenden Dienstleistungsunternehmen in ländlichen Regionen gewachsen. Der Maschinenring ist seit seiner Gründung dafür da, den Mitgliedsbetrieben, den Bäuerinnen und Bauern, Unterstützung zu leisten, in unterschiedlicher Art und Weise. Da geht es einerseits um die Nutzung und überbetriebliche Nutzung von Maschinen und Geräten in der Landwirtschaft, über Maschinengemeinschaften oder über zwischenbetriebliche Zusammenarbeit einerseits und andererseits aber genauso wichtig, und das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, Zuerwerbsmöglichkeiten zu schaffen. Das bedeutet, dass wir einerseits Dienstleistungen im Agrarbereich, klassischen bäuerlichen Bereich, vermitteln über den Maschinenring, disponieren und auch abrechnen, wenn die Leistung erbracht ist. Wir bieten darüber hinaus die Möglichkeit, im Bereich Service Dienstleistungen zu erbringen. Ein Klassiker, der sehr bekannt ist, ist der Winterdienst, den wir über den Maschinenring erbringen in Kommunen, für Unternehmen, für Private. Und im dritten Bereich, im Personalleasing-Bereich, bieten wir die Möglichkeit, im ländlichen Raum für Betriebe, die dort ansässig sind, tätig zu werden. Bei uns gibt es keine Unterscheidung in der Wertigkeit, ob Vollerwerb oder Nebenerwerb, groß oder klein. Alle Betriebe sollten und sollen und haben auch tatsächlich etwas von den Leistungen des Maschinenrings. Die Entwicklung bleibt nicht stehen. Es gibt viele Dinge, die uns beschäftigen. Ich nenne nur den Strukturwandel in der Landwirtschaft, der nach wie vor weitergeht. Genauso beschäftigt uns aber auch die Digitalisierung, die allgegenwärtig ist und alle Lebensbereiche durchdringt. Wir haben uns daher auch einige gute Projekte überlegt, die wir gemeinsam in unserer doch sehr großen Organisation durchführen werden und die uns hoffentlich in eine gute, prosperierende Zukunft bringen werden. Der Maschinenring hat sich immer schon beschäftigt mit der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit, und es wurde auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel erreicht durch die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit, durch die Nachbarschaftshilfe. Gerade aber jetzt durch den Maschinenring-Cluster wurde diese zwischenbetriebliche Zusammenarbeit auf eine neue Ebene gehoben. Innovationskraft, die in landwirtschaftlichen Betrieben vorhanden ist, wird damit gestärkt und gefördert. Effizienz wird gesteigert. Gerade diese Zusammenarbeit im Clusterprojekt bringt uns in der Land- und Forstwirtschaft wieder auf eine neue Ebene, bringt neuen Schwung in die Land- und Forstwirtschaft. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Clusterprojekt eine zukunftsweisende Einrichtung ist, und ich lade dir alle Bäuerinnen und Bauern in Österreich ein, an diesem Clusterprojekt mitzuarbeiten, für ihren Betrieb das Beste zu ermöglichen und zu erwirtschaften, und damit alle von diesem Clusterprojekt profitieren und Erfolg haben auf ihrem Betrieb, denn gemeinsam geht es leichter. Der Maschinenring Cluster ist ein Innovationsmotor für die Landwirtschaft und wirkt in ganz Österreich. Neben dem Maschinenring-Dachverband sind auch alle 8 Landesverbände und 84 regionale Maschinenringe an der Umsetzung der Projekte beteiligt. Das Clustermanagement ist beim Dachverband angesiedelt. Die Umsetzung erfolgt durch die Projektleiter auf Bundesebene und in den jeweiligen Bundesländern, die die regionalen Maschinenringe direkt miteinander vernetzen, um den idealen Wissens- und Kompetenzaustausch zu ermöglichen. So ziehen alle am selben Strang. Innovationen können möglichst schnell in die Breite getragen und regional angepasst werden. Unser Ziel ist es, einen wichtigen und sehr wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Sicherung der österreichischen Landwirtschaft zu leisten. Dieses Ziel setzen wir um über die 10 Vorhaben im Cluster und 37 Projekte, mit denen wir flächendeckend alle österreichischen Landwirtinnen und Landwirte einladen, bei den einzelnen Projekten mitzumachen und von den Ergebnissen der Projekte zu partizipieren. Wir sind die einzige Organisation in Österreich, die über den Maschinenring-Cluster die Möglichkeit geschaffen hat,
wirklich zukunftsorientiert Innovationsmotor für die österreichische Landwirtschaft zu sein. Wobei bei uns alle Leitthemen, also diese 10 Vorhaben, so konzipiert sind, dass sie sich an dem europäischen Modell für eine nachhaltige Entwicklung der österreichischen Landwirtschaft orientieren und in Folge auch ganz wichtige Themen zum Pflanzenschutz, Klimaschutz, Umweltschutz, zur Ressourcenschonung, gerade vor dem Hintergrund einer immer stärkeren Ressourcenverknappung, dass diese Projekte alle hier einen wichtigen Beitrag leisten. Es hat sich im Zuge der Projektentwicklung auch gezeigt, dass für uns der Cluster mittlerweile eine wirkliche Innovationsplattform ist, um agrarisch wichtige und strategisch sinnvolle Themen zu entwickeln und dann in Folge auch in die Breite zu bringen. Das heißt, für uns ist es die große Herausforderung, einerseits diese 37 Projekte wirklich so umzusetzen, dass sie bei den Landwirten draußen angenommen werden, dass wir die Landwirte in den einzelnen Regionen ins Boot holen, dass die Landwirte bei uns in den Projekten mitarbeiten, uns auch ein gutes Feedback geben, was benötigen sie in Zukunft, und wir über den Cluster eine Innovationsplattform installiert haben, die wir auch für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Landwirtschaft nutzen möchten. Alle 37 Projekte sind Teil von einem der insgesamt 10 Vorhaben. Jeweils mit unterschiedlichen Leitthemen, aber mit einem gemeinsamen Ziel: der Zukunftssicherung der österreichischen landwirtschaftlichen Betriebe. 4 Vorhaben beschäftigen sich mit der Organisationsentwicklung, also der Kompetenzerweiterung aller Mitglieder im betrieblichen Umfeld. Konkret mit der Entwicklung und Einführung neuer IT-Technologien für die überbetriebliche Zusammenarbeit, um die Kommunikation zwischen den Landwirten zu vereinfachen. Qualitätsmanagement und die österreichische Entwicklung eines gemeinsamen Qualitätssystems, um Effizienzsteigerung und Optimierungen der Abläufe der überbetrieblichen Zusammenarbeit zwischen den Maschinenringen und den Landwirten zu fördern. Weiters gehören verschiedene Formen der Öffentlichkeitsarbeit dazu, um die allgemeine Wahrnehmung der angebotenen Leistungen zu steigern. Ebenso der Wissens- und Informationstransfer von Fachthemen über den Cluster, um die Landwirte auf dessen kostenlose Angebote aufmerksam zu machen. 2 Vorhaben fokussieren auf Betriebsführung und den richtigen Arbeits- und Betriebsmitteleinsatz. Hier geht es einerseits um die Einrichtung von Modellen zur Absicherung der Betriebsführung landwirtschaftlicher Betriebe durch die Etablierung von Betriebshelfern und andererseits um die Effizienzsteigerung im Arbeits- und Betriebsmitteleinsatz durch Zusammenarbeit, durch die Schaffung neuer, top ausgebildeter Fachkräfte. Die Projekte des Vorhabens Entwicklung neuer innovativer Modelle in der Zusammenarbeit haben zum Ziel, die Zusammenarbeit und die Betriebsabläufe unter Berücksichtigung der veränderten Strukturen in der Landwirtschaft zu optimieren. Ein weiteres Vorhaben kümmert sich um die Mobilisierung der Zusammenarbeit in der Arbeitserledigung im benachteiligten Berggebiet. Neben der Stärkung der Zusammenarbeit sind aber auch innovative Bewirtschaftungsmöglichkeiten von Berggebieten und deren gemeinsame Nutzung hier das Leitthema. Beim Vorhaben Effizienzsteigerung in der Flächenbewirtschaftung durch Zusammenarbeit geht es darum, ressourcenschonende Technik und entsprechende Prozesse den kleinteilig strukturierten landwirtschaftlichen Betrieben zur Verfügung zu stellen. Das letzte Vorhaben hat sich zum Ziel gesetzt, ein Bewusstsein für das richtige Nährstoff- und Bodenschutzmanagement für eine nachhaltige Landwirtschaft zu schaffen. Im Rahmen der Projekte stellt der Maschinenring den Landwirten dafür ideale Instrumente zur Messung der richtigen Düngermenge und Zusammensetzung zur Verfügung. Wir laden alle Landwirte herzlich ein, sich über die angebotenen Projekte im Detail zu informieren und freuen uns über Beteiligung an der Umsetzung. Weitere Informationen finden Sie auf www.maschinenring.at/cluster.